Lars Kothe, Förster bei der Firma Knauf und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Harzer Gipsunternehmen. Herr Kothe, zum Thema Renaturierung. Was genau unternehmen Sie bei der Renaturierung? Ich möchte da an der Stelle auf die Beispiele eingehen, die wir im Hause Knauf speziell verantworten. Wir greifen mit unserem Tagebaugeschehen in Wälder ein. Das heißt, im Anschluss an die Gewinnung der Rohsteine wird aus dem Steinbruch wieder Wald. Wir führen unsere Flächen wieder in Wald zurück. Was genau wird dort angepflanzt oder können Sie uns mal einen Ausblick geben, was geschieht als erstes, bis denn da wieder Wald entsteht? Zunächst haben wir es mit der technischen Rekultivierung zu tun. Das hat mit der Begrünung selbst erstmal gar nicht viel zu tun. Das heißt, wir gestalten die Landschaft wieder und zwar in einer Form und in einer Art, wie wir sie von Natur aus in einer Karstlandschaft finden. Mit intensivem Relief, mit Karsthohlformen, die wir nachbilden und die in Zukunft die Möglichkeit bilden, die Karstprozesse neu zu initiieren. Dann kommen wir zur Begrünung. Das nennen wir die grüne Rekultivierung. Dort bringen wir, nachdem Böden aufgetragen sind, die für die Bewurzelung geeignet sind, Baumarten aus, die Zukunftspotenzial haben. Das sind Baumarten, die wir heute in unseren Wäldern vereinzelt noch finden, die aber selten geworden sind. Es handelt sich dann insbesondere um Edellaubhölzer. Ich nenne da beispielgebend den Bergahorn, die Wildkirsche, aber auch die Elsbeere oder den Speierling als besonders seltene Baumarten. Diese kombinieren wir mit Baumarten, die dem Vorwald dienen, die intensiv wachsen können auf schwierigen Standorten und die den anderen Baumarten, die ich eben genannt habe, sozusagen eine Mutter- und Ammenfunktion bieten können.